noch hinzu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der Dienstag, 17. Januar. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum und wir platzieren unseren DAX Trade. Die DAX Falle heute bei 15.100 erstmal. Ja, das bedeutet hier, die grüne Linie ist die Long-Linie, die rote Linie die Short-Linie. Wenn der Kurs hier reinläuft, schnappt die Falle zu und dieses Tool, die Swissbox-Tool, übernimmt die Arbeit und er wird dann den DAX begleiten, bis der Markt aus dieser Zone rausläuft. Wohin sollte denn der Markt laufen? Wir haben unseren Bereich so 50, heute würde ich ein bisschen tiefer gehen, sogar auf die 42, das ist hier 38,2 Retracement. Und wir haben unten herum die 72 respektive 50er Zone, so roundabout hier. Ja, dann gucken wir mal, dass wir dort relativ gut hinkommen. Das sind die Zonen, wohin der Markt läuft. Daily Pivot ist nicht als Zielmarke heute geeignet, weil er sehr dicht dran ist. Hier müssen wir nur aufpassen, dass der Kurs sich nicht zu sehr dort lange aufhält. Das heißt Aufschaukelungsgefahr. Das Hoch gestern, meine Damen und Herren, sehen wir bei 15.152. Ja, und wo kommt, und das ist die Frage, wo kommt denn die Vola-Boxen rein um 9 Uhr? Und da sehen wir bei 15.151, also um das gestrige Niveau, 36,51 Long, 36 Short. Also ab 9 Uhr dann diese Boxen. Los! So, die Vola-Box ist die erste Box heute Morgen. Meine Damen und Herren, wir sind short im ersten Trade, erster Eröffnungstrade. Und wie immer, der erste Trade wird auf angepasst gestellt. Und wir sehen, die 50er Marke oben ist dann die Long Order. Wir sind also relativ schnell in diese Vola-Box rein und werden voraussichtlich auch jetzt schon draußen sein. Und das war für unser Video-Logbuch der nächste erfolgreiche Trade. Und ich verabschiede mich. Wir platzieren die Vola-Box noch einmal. Und für alle Trader auf YouTube, die das Videotagebuch anschauen, wir hören uns dann und sehen uns morgen denn.